Dieses Video enthält eine Produktplatzierung. Weitere Informationen in der Videobeschreibung. Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magic Jewels Origins. Oh ja, diesmal aus meiner Sicht. Bin ja unbesiegt quasi. Jetzt hauen wir nochmal dem Bram eins drüber. Da haben wir dasselbe Face wie Christian, das sehe ich jetzt gerade erst. Was ist? Jetzt gibt Voldemort Face, Alter. Voldemort Face? Ach du Kacke. Ach du Kacke, was zieh ich denn hier alles? Boah, das weiß ich nicht, ob das so geil ist, aber ich glaube, ich behalte die Karten an. Das hat mir letztes Mal auch schon Glück gebracht. So, bitteschön. Boah, ey, jetzt hast du es mir aber gegeben mit dem Dimir-Gildeneingang. Ich gebe dir gleich mal den Gruul-Gildeneingang. Bam. So, das ist doch mal wunderschön, was wir jetzt ziehen alles. So, mein Zug. Nice, komm hier, bam, weg die Sau. Boah, der Bram, der ist jetzt richtig heiß. Der musste mich jetzt beweisen, dass er Magic spielen kann. Ja, kann ich auch, Alter. Ich hab das früher auch oft gespielt, weil ich kann mich noch an dein blaues Artefaktdeck erinnern, bei dir auf dem Tisch, dieses ewig lange Match, das wir hatten. Bei dir noch, als du noch in Vamp gewohnt hast. Ja, da, wo ich dich habe immer zappeln lassen, ne? Wo ich dich schon eigentlich längst besiegen konnte und so. Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern. Verteidiger, hast du das nur Verteidiger? Ja, besteht. Möchte dich haben. Sicher ist sicher. So. Das ist doch schön. Ja, damit kann ich mich dann ganz gut aufbauen, wenn ich ein paar Kärtchen ziehe. Boah, du hast aber auch hier gut an Münzen. Ach, Münzen, Ebenen. Mana, nicht Ebenen. Alter. Was verliert hier? Okay, das andere kann ich alles nicht rausspielen vernünftig. Das heißt, wir spielen jetzt mal so was hier raus. Und tappen nichts und spielen weiter. Gib ihm, Bram. Lass dich nochmal ein bisschen zappeln. Bevor du gleich einfach die Wucht meines Decks zu spüren bekommst. Ach, lächerlich. Ist eigentlich dieselbe... Oh, du spielst zwei... blau-schwarz. Ja. Okay, was kann der denn? Dann kenne ich die nicht. Einschüchtern. Was? Das ist eine schöne Wand, die da liegen hast, Jay. Wow! Das ist aber... Das finde ich aber... Finde ich hart. Finde ich nicht so cool. So. Dafür habe ich auch was Leckeres hier. Das macht auch immerhin 3 Schaden. Glücksicher. Achso. Okay. So schlecht ist das nicht. Das stimmt. Und was du hier noch alles an was ich hier noch im Petto hab hier, das wird dich schon ganz schön traurig stimmen. Wird das? Glaube ich. Ja, ich glaube schon. Gucken wir mal. Den ersten Schaden macht der Bram schon. Aber das ist kein Problem für uns. Ja, wir ziehen den gleich noch aus. Echt? Wie krass hast du gegen ihn verloren? Der hat mich 20-0 platt weggerotzt einfach. Ja, da bin ich ein bisschen netter zu dir, muss ich ja mal zugeben. Wir haben 4-5 Mana haben wir. Jetzt könnte ich das, das bringt mir nichts. Das ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, was ich machen wollen würde. Dann machen wir das doch tatsächlich so, dass du rausgespielt wirst. Und ich... die einfach mal hier von 1 zerstöre. So. Ja, du hast leider genug. Das war bei Christian, ist er zum Gefängnis geworden, als ich dem Land zerstört habe letztes Mal. Das hat ihm ziemlich wehgetan. Aber jetzt greifen wir hier nochmal an. Zack. Kriegst du auch nochmal 3 Schaden. Greifen wir mal an. Du war 3 Damage. Ist okay. Ja. Wenn das so weitergeht, gewinnst du blöderweise. Aber es wird nicht so weitergehen, my friend. Nee, wird's auf keinen Fall. Komm, Bram, jetzt blöff doch nicht so. Ich hab dich doch schon hier in der Hand. Erstmal Land spielen. Ja, spiel mal erstmal ein paar Länder. Hast ja noch genug. Was ist das denn Schönes? Was ist das denn jetzt? Lebensverknüpfung. Schaden, der von dieser Kreatur zugefügt wird, lässt dich entsprechend. Das ist nicht cool. Das ist nicht so cool. Das heißt, du kriegst dann immer 2 Leben dazu. Aber ich kann immerhin einmal blocken.
Theoretisch. Theoretisch. Hat auf jeden Fall schon ein bisschen von dem Kartenfeeling. Ich wünschte mir nur auf jeden Fall mehr Karten. Ich hätte gern alle. Alle. Da hast aber was zu tun. Aber ich finde, sowas könnte halt nach und nach dazu gepatcht werden, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Das wäre cool. Was? Bitte? Was denn? Ist das nicht so einen geilen Hirsch raus. Ja. Dass der Hirsch, der dich richtig hart aufspießen wird. Und zwar richtig hart aufspießen wird, mein Freund. Ja, ne, die 3 Damage darfst du drücken. Die 3 Damage darf ich drücken, okay. Na, dann bin ich ja froh. Da bin ich ja froh. Komm du mal weiter mit deiner komischen 3-2er. Deine 2-1er wird dir auch nichts bringen. Kind der Nacht. Du bist aus wie so ein Kind der Nacht, Bram. Moment. Ich mag das total. Guck mal, das, man sieht sogar die Zeichner von denen. Wir hauen erstmal. Cool. Das finde ich ja mal nice. Ich finde, sowas könnte man sich auch, so eine Magic-Karten könnte man sich halt auch groß als Porträt ausdrucken, beziehungsweise richtig schön auf ein Poster klatschen und dann an die Wand hängen. So alle Mana-Karten oder so aneinander in so großem Porträt. Machst du irgendwas dran? Was du meinst. Ja, ich werde dich jetzt angreifen mit beiden. Okay. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt blocke mit der, dann wäre die ja tot. Die kann ich ja logischerweise nicht blocken, genau. Aber wir probieren es trotzdem mal sicherheitshalber. Vielleicht ist es ja eine Lücke im darauf System. Darauf möchte ich dann reagieren. Na, ah, es war so klar. Es war so klar. Das ist natürlich, das hättest du so oder so später machen können. Von daher, ouch. Ist nicht so cool. Finde ich nicht nett, Bram. Ja, ich weiß, aber das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Das sind hier. Okay. Wenn ich jetzt dich übernehme, bist du jetzt eine geile 4-1 und ich mach dich zu einer noch stärkeren Kreatur. Zu einer sexuellen 6-3. Und dann greife ich dich damit an, dann kriege ich doch geile sexuelle 6 Leben dazu, oder? Müsste eigentlich so sein, ja. Das ist doch mal ganz geil. Oh, würde ich sagen. Das tut doch ganz gut. Das tut weh. So, da haben wir den Bram nur noch auf 5 erstmal. So, guck mal, da steigt das Blut wieder nach oben. Da haben wir die Bluttransfusion bekommen, dein Vampir ist sehr lecker. Ja, dann muss ich mir erstmal nur 2 Leben opfern. Was ist das? Schau dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an, nimm 2 davon auf deine Hand und lege den Rest auf den Friedhof, du verlierst 2 Lebenspunkte. Okay. Ich würde sagen, da ist der Bram kurz vorm Sterben, weil er schon Angst kriegt. Geht das? Was ist das schon wieder? Opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um Knochenspreißel zu wirken. Zerstöre eine Kreatur der Nummer. Okay, ja. Scheiße, da war jetzt gerade da drüber. Ich weiß nicht, wie viel Mana das kostet. Das kann ich nicht machen. Scheiße, jetzt ist es wieder weg. Ich habe nicht gesehen, wie viel Mana es kostet. Und spielen wir die noch? Ah, noch so ein Kind der Nacht. Noch ein Vampir. Ja, langsam nervig. Greift er mich logischerweise mit den beiden an. Ja, kann ich verstehen. Kann ich blocken. Will ich blocken? Tu ich statt oder tu ich statt nicht? Ich meine, was bringt's mir sonst? Krieg ich ja 2 Schaden weniger. 2 Schaden Leben kriegt er sowieso. Bringt uns ja nix. Also nehmen wir das auf jeden Fall mal. Das müssen wir mal in Kauf nehmen. Kriegt der Bram, hat dann jetzt noch 2 Leben. Wenn ich ihn angreifen sollte. So.
Fluchsicher. Ah, okay. Was ist noch ein Spiel? Immer wenn du einen Elf zaubern willst, kriegst du einen. Ah, okay. Ja. Okay. Dann würde ich sagen: Angriff, ne? Diesmal vergesse ich nicht, wie bei Christian anzugreifen. Hier ist das nämlich deutlich knapper. Es müsste jetzt sein, dass du wieder zwei Leben dazu kriegst, oder? Würde ich jetzt auch sagen. Ja, kriegt er. Ist auch so. Okay. Aber 7 Leben? Das hilft dir nix. Wenn du dann 2 Leben nochmal dazu kriegen solltest. So, spielen wir das erstmal. Ist das schon wieder? Ich sehe das immer nur so kurz. Der Yorubai Schlammkriecher plus 1 plus 1. Ach, guck an. Das ist ja nice. Lebensverknüpfung ist neu, das kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Das war nach meiner Magic-Zeit. Meiner so, Magic-Hochzeit. Attack ich natürlich. So. So, und das würde ich jetzt gerne auch spielen. Wie mache ich das denn? Was macht der Bram da jetzt? Also, genau. Bam. Ach so, oh. Du hast ihm auch nochmal das Leben. Oh, du kriegst so noch mehr Leben. Das gefällt mir nicht. Herr Blocken. Ich will hier blocken. Kann ich nicht. Ach, Menno. Hab das Gefühl, das wird ein Kopf an Kopf rennen. Ja, das, Ich hab das Gefühl, das wird ultra spannend und kommt auf den nächsten Drop an. Aha. Das ist doch mal ganz nice zum Blocken. Ah nein, der kann ja nicht blocken. No! Natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, was machst du? Ich überlege gerade. Volles Matt drauf oder nicht? Moment, nee, das wird mir nicht viel bringen. Wenn sie das blocken. Wenn ich nicht angreife, wenn ich jetzt angreife, mache ich ihm 9 Schaden. Nee, dann mache ich ihm 6 Schaden, weil er einmal blocken wird. Dann hat er dann 6 Leben noch. Dann kriegt er nächstes Mal wieder 5 dazu. Dann ist er wieder auf 11 hoch. Aber ich kriege wieder Schaden. Boah, weißt du was? Nee? Muss man einmal sich sammeln. Musst du dich mal sammeln, okay. Muss ich mich mal sammeln? Ich will keinen Fehler machen. Ich hoffe, ich habe damit jetzt nicht den Fehler begangen. So, dann spiele ich jetzt einmal den hier. Fliegend, ja sicher. Immer wenn... Okay. 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 Finde ich gut, dass du die getappt hast, die nicht blocken kann. Ah, Moment, ja, doch, die kann ja blocken. Ja, sicher, aber die muss halt am Angreifen. Das sehe ich jetzt. So. Das heißt, ich hätte ja blocken können. No! Was mache ich jetzt? That's the question. Jetzt gehe ich in Angriff über. Der haut dich. Den kannst du nicht blocken. Man muss doch schön vorsichtig spielen hier. Ja. Ja. Moment noch. Der kostet 6 Mana, ey.
schon ganz schön teuer. Ja, der ist wirklich schon ganz schön teuer, das stimmt. Was kommt da jetzt? Ne, ist okay. Ich brauch irgendwas Geiles jetzt, komm. Gib mir irgendwas geil. Jawoll! Geil. Das sind genau 8 Schaden, die ich krieg. Nächste Runde. Wenn ich dir jetzt 5 plus 19, 14 Schaden. Wirst damit blocken müssen? Du wirst damit blocken müssen. Das sind dann 6 Schaden, die du kriegst. Oder blockst du nicht? Weißt du was? Hängt halt ganz davon ab, was er macht. Ich kann eh nicht blocken vernünftig. Gib ihm. Soll der Bram mal erstmal blocken? Ja, wir blocken natürlich ein. Bin jetzt 11 Schaden. Schaden. 11 Schaden. Bisschen ärgerlich. Ein bisschen sehr ärgerlich. Och nö. Ich sag mal so, der Bram ist ja netter. So. Das sind jetzt 8 Damage, oder? Nee, nee. Das siehst du völlig falsch. Das sehe ich falsch. Das siehst du völlig falsch. Okay. Also ich werde natürlich noch vorwärts spielen. Und zwar das hier. Boah, den kenne ich sogar, den Totengräber. Bestätigen. Tun wir mal eine Karte. Kann man nämlich eine Kreaturenkarte wieder auf seine Hand bringen. Boah. Jo. Ja, tapp die einfach mal, ist mir wurscht. So. Ja, ich muss halt eine tappen, weil ich eine Kreatur ins Spiel gebracht habe. Oder eine andere. LOL. So. Bin jetzt noch nicht sicher. Okay, ich dann hätte er mich wahrscheinlich sowieso da auseinandergenommen mit. Hab ich gewonnen? Also ich würde halt gerne mit einem angreifen. Ob ich das verteidigt hätte. Ich hab die andere übersprungen! LOL, das ist mir auch letztes Mal passiert. Nice! Fuck. Nice, Bram! Fuck! Nice! Ey, Bram, weißt du, dass das ganz schön bitter ist und ich das auch kenne? Fuck! Jetzt hat er mich doch voll schön einen Comeback-Kreis ballern lassen. Was macht er jetzt? Oh, jetzt muss er doch irgendwas spielen. Jetzt muss er doch irgendwas spielen. Fuck! Boah, und ich zieh immer noch so ein verkacktes Mana! Ich hab... Scheiße, Alter! Wenn ich jetzt mit allen angreife, dann sind bis auf eine Kreatur von dir alle weg. Bei mir leben noch 2. Das hört sich worth an. Ne, Moment, bei dir leben dann ja auch noch... Ne, Moment. Doch, bei dir lebt dann nur noch eine und du musst blocken. Hört sich für mich worth an. Ja. Okay. Ich überspring mal die Angriffsphase nicht, ne? Ja, dachte ich mir schon. Geil! Oder natürlich. Ja, das ist mir auch passiert blocken. In der letzten Folge. Das ist sehr ärgerlich.
fuck, Alter. Klappt das? Kann ich meine... Boah, kann ich meine Lifelink-Fähigkeit aktivieren? Ich glaube schon. Da noch Mana, oder? Warum nicht? Kannst du nicht da drauf Rechtsklick auf deine Viecher machen und dann müsstest du es eigentlich auch aktivieren können. Okay, kann man doch. Also ich meine, glaube ich, die Fähigkeiten konnte man mit Rechtsklick aktivieren. Dann stehen die dann da drunter. Ich sag's halt die. Ja, Moment. Mach mal so und so. Ich muss jetzt, Moment. Bam. So, und dann krieg ich einmal Lifelink, bitte. Bam, muss mit allen Mitteln kämpfen, um seinen Fehler noch auszubügeln. Jetzt ist zumindest das nervige Vieh weg, ey. Dieser scheiß Egel nervt mich halt immer noch. Jetzt hat er wieder 4 Leben. Dann hat er danach gleich wieder 6 Leben, wenn er angreifen sollte. Du hast halt noch 4 Karten, das gefällt mir alles nicht. Ich ziehe wieder die ganze Zeit nur Mana! So. Auf jeden Fall Zeug zum Blocken auf dem Feld. So. Ja, dann hau ich dich jetzt. Gib nochmal 2 Leben. Hau du mich mal. Boah, Alter, ich hatte dich schon tot und dann mache ich so einen Fehler. Das macht's doch umso spannender gerade. Das ist doch Kacke. Was ist das denn für eine Hexerei? Ach, zerstörst du mein Land. Jetzt kann ich noch eins von... Ich habe doch 4 Wälder in meinem Deck und ich ziehe die ganze Zeit nur irgendwas. Ist doch echt mühsam gerade. Okay. Ich greife dich auf jeden Fall an, weil das wäre dumm, wenn ich es nicht tun würde, glaube ich. Du musst blocken. Du musst ja, blocken. Ja, muss ich. Muss blocken. Du blockst dieselbe Kreatur? Oder nicht? Du blockst dieselbe Kreatur. Naja. Ist nicht dumm. Würden sie so beide sterben. Das stimmt. Hast du wenigstens eine weniger. Das ist nicht dumm. Ah, dafür kriegst du auch 3 Schaden. Von 5 zu 6 Leben, ey, was ist hier los? Boah, der Bram spielt Karte um Karte, Mann! Was ist denn da los? Kann nicht wahr sein. Jetzt kriegst du schon wieder irgendwie so geilen Kack. Mana kann ich auch noch spielen. Boah, wenn ich jetzt gleich einen Wald ziehe, ne, dann raste ich aus. So, dann raste ich original aus. An. Das ist gut. Ja, was macht die? Dein Wald konntest du das. Oh. Das ist gut. Das ist sehr angenehm. Gott, ich komme aus der Übersichtsansicht nicht mehr raus. Doch, oben, da ist so ein Minus. Ist... Nee, da komme ich nicht. Achso, jetzt. Ja, Muss blocken. Aber ist ihr Trampelschaden? Ja, ich weiß. Natürlich werde ich blocken. Aber er macht noch den Lifelink. Natürlich macht er den Lifelink. Das heißt, er hat noch mal immer noch... Nee, was hast du jetzt? 1 Leben. Nee, 2. Hä? Okay, ich blick da nicht. Ach, der stimmt, der blockt ja ein Stück. Stimmt, ja. Okay, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus gerade. Ach ja, damit kannst du ja gerne kommen. Damit kannst du ja gerne kommen. Scheiße.
Schmeißt er dann da wieder weg. Ja, GG. Fuck, ich hab's verloren wegen so einer Scheiße. Ja, hörst du mir jetzt auch egal. Lass doch nochmal im Wald ziehen. So. Kann nicht wahr sein. Und nicht angriffen überspringen, denn das wäre ja ganz schön dumm. Und dann? Ja, ich kriege auf jeden Fall 4 Damage. Den Bram bei 4 Damage reindrücken? Ja, block ich die linke, kriege ich 5, block ich die rechte, kriege ich sogar 7 Damage. Ne, 6. Keine Rolle. Spielt keine Rolle. Ich hab's versaut. Das hast du in der Tat, mein Freund. Jawohl! Der Bram ist auf 0! Juhu! Bam! Alter, war das ein Match. Das war schon längst verloren und durch so einen Fehler wieder zurückgekommen. Ja. Boah, das ist ganz schön bitter. Ja! Geil! Boah, das war ganz schön spannend am Ende, ey. Vor allem, man weiß, das Coole ist halt, wenn man das noch nicht, also wir haben es ja jetzt noch nicht lange gespielt, aber da halt dann die Karten, man weiß halt nicht, welche Karten kommen. Das macht das ultra spannend für mich. Ja, das war stimmt. Ganz cool. Das war sehr geil. Das war echt gut. Ja, sehr schön. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, richtig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Der Sepp wird dann mal ein Röntchen zocken, habe ich gehört. Der will nämlich auch unbedingt mal zocken. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein. Tschüss.